Wie heißt das? Hallo, heute zeige ich euch wieder meine Beauty-Favoriten und zwar aus dem September 2012. Und ich beginne mal mit der Pflege. Ich habe gerade meinen Reiniger runtergeschmissen und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, aber der Deckel ist halb abgebrochen. Sehr schön, also jetzt muss ich extrem aufpassen, jetzt ist hier auch so ein Schaum obendrauf. Und zwar wurde ich extrem gewarnt, bevor ich nach Korea gegangen bin, dass ich das Wasser nicht benutzen soll. Also ich soll das Wasser vermeiden, so gut es geht, nicht für die Haare verwenden, nicht für die Haut verwenden, nicht für das Essen, nicht zum Trinken und so weiter und so fort. Also war ich total panisch und habe dann recherchiert und bin dann einfach zu dem Schluss gekommen, dass ich ein Micellenfluid mitnehme. Ich habe schon ganz, ganz viele ausgetestet, haben mich aber eigentlich meistens nie von der Wirkung überzeugt, außer dieses hier. Ich bin absolut begeistert, was die Wirkung angeht. Das Einzige, was ich echt nicht mag, sind die Inhaltsstoffe. Die sind wirklich nicht so gut, aber es reinigt wirklich porentief, es reinigt alles, es nimmt alles ab, was ihr irgendwie auf dem Gesicht haben könnt und das finde ich halt wirklich ganz, ganz toll. Und damit einhergehend benutze ich die Maxi-Watte-Pads und das sind die von Rossmann. Die gibt es auch bei DM. Ich habe die von Rossmann immer, weil Rossmann hat ja immer diese Wochenangebote manchmal und da kriegt man die eben noch günstiger. Die sehen so aus, sind im Prinzip ganz normale Wattepads, auch schön fest. Und das Gute daran ist aber, die sind so oval, dass die so groß sind wie meine Wangenpartie. Das heißt, ich benetze den gesamten Wattepad mit dem Micellenfluid und gehe dann über mein ganzes Gesicht drüber, falte das dann einmal und lege das jeweils auf mein Auge. Und das nimmt wirklich alles. Das Einzige, was ein bisschen blöd ist, dass man das in Deutschland schwer bekommt und wenn dann eher teuer. Ich habe das jetzt von eBay bestellt und da hat es so 20 Euro gekostet mit Versand. Und da sind 500 Milliliter drin, das ist ohne Parfüm. Wenn ihr aber in Frankreich seid oder jemanden kennt, der in Frankreich ist, lasst es euch von dort mitbringen, weil die kosten dort sehr, sehr, sehr viel weniger und man bekommt meistens sogar noch ein gratis Fläschchen mit dazu. Was Pflege angeht, war ich süchtig nach Lippenpflege. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass ich in diesem Monat ganz, ganz viel Lippenstift getragen habe, eigentlich jeden Tag, weil ich das unterwegs immer gemacht habe und das voll einfach ging und irgendwie das Gesicht noch so ein bisschen zum Strahlen bringt und man nicht noch Mascara und Eyeliner und Lidschatten auftragen muss, was ich auch nicht getan habe. Daher mussten meine Lippen gut gepflegt sein. Der erste Lippenbalsam, den habe ich immer neben meinem Bett stehen. Der wird immer abends aufgetragen. Und es ist ein ganz einfacher Lip Balm. Lip Service heißt der von Lush. Den hat mir Luise, meine beste Freundin, vor meiner Abreise geschenkt. Und da ist kein besonderer Duft, keine besondere Farbe, aber die Wirkung ist halt einfach sehr gut. Da ist Kakaobutter enthalten, Olivenöl, Bienenwachs, Aprikosenkernöl. Also wirklich sehr schön pflegen, kann ich sehr gut empfehlen. Wenn ihr das abends dick auftragt, sind eure Lippen am nächsten Tag wirklich sehr, sehr, sehr weich. Dann habe ich für tagsüber drei verschiedene. Der erste ist von Altera, der Sensitiv-Lippenbalsam. Den gab es immer in so einem Set, also zwei Stück für einen Preis, irgendwie zwei für 1,20 € oder so. Also total krass günstig. Der soll jetzt aber irgendwie einzeln zu kaufen sein. Und der ist für trockene Lippen. Ich finde, der ist extrem gut pflegend. Ich finde den ganz, ganz toll. Der ist sehr, sehr weich, sehr geschmeidig. Dadurch nuckelt er sich aber sehr, sehr schnell ab. Also in dem Monat habe ich, glaube ich, schon die Hälfte oder so davon aufgebraucht. Aber für den Preis ist das vollkommen okay. Dann habe ich zwar einen mit Duft. Das ist der Bachelor Lip Balm in der Duftrichtung Vanilla Madagaskar. So sieht er aus. Der riecht aber nicht nach Vanille. Ich weiß nicht, wonach er riecht. Riecht jetzt nicht schlecht, aber riecht nicht irgendwie mega süß nach Vanille, falls ihr davor Angst habt. Sieht auch so gelblich aus und der pflegt auch sehr, sehr gut. Der ist aber nicht so weich wie der andere und der braucht nicht so lange zum Einziehen. Ich habe den aus einem Naturkosmetik-Online-Shop, den ich gefunden habe, von dem ich total begeistert bin, weil der ganz viele Marken verkauft, die es in Deutschland sehr schwer zu erstehen gibt, für einen guten Preis. Ich kann den Shop mal in der Infobox verlinken. Und der letzte Lippenbalsam ist von Alverde, ist eine limitierte Edition Vanilleblüte Mandarine. Ist so orangene Verpackung und
hat auch wieder diese gelbliche Farbe. Der riecht aber wirklich so aus einem Mix aus Mandarine und Orange. Vanilleblüte rieche ich wieder gar nicht. Aber schön fruchtig, aber nicht zu süß. Und den Geruch mag ich viel lieber als den Originalgeruch von Alverde. Und die Pflegewirkung ist aber auch sehr, sehr gut. Braucht auch nicht so lange zum Einziehen wie dieser hier. Dann kommen wir zu den passenden Lippenstiften. Und zwar der erste. Und zwar ist das von L'Oreal aus der Caress-Reihe 202 Impulse Fuchsia. Wie gesagt, L'Oreal. Ich habe den von Andrea geschenkt bekommen und seitdem wirklich andauernd benutzt. Es ist wirklich ein ganz, ganz knalliges Fuchsia. Also so ein bläulicher Pinkton. Ich trage eigentlich gar kein Pink auf den Lippen. Aber dieser Lippenstift ist zumindest bei Hauttönen, die ähnlich meinem sind. Ich bin im Moment NC35, habe mich wieder matchen lassen bei MAC. Und bei meinem Hautton wirklich sehr, sehr, sehr schmeichelnd. Der macht die Zähne schön weiß. Der ist total geschmeidig, trocknet die Lippen nicht aus. Der hält relativ lange dafür, dass er so weich ist. Und den kann man ganz schier auftragen oder auch wirklich knallig deckend. Und davon bin ich wirklich begeistert. Ist von L'Oreal, wie gesagt. Aber ein ganz, ganz tolles Produkt. Und dann zwei Lippenstifte von MAC. Der eine, den ich auch gerade drauf habe, ist Freckle Tone. Den Lippenstift, den ich im Moment drauf habe, ist Freckle Tone von MAC. Und der hat ein Luster Finish. Luster Finish Lippenstifte sind die Lippenstifte mit dem am schwachdeckendsten Ergebnis sozusagen. Finde ich bei dem hier aber gar nicht. Ich habe den, wie gesagt, auch drauf und ich finde den ganz perfekt deckend. Nur ist er eben schön glossy, gar nicht irgendwie austrocknend und das finde ich richtig gut. Also ich glaube, die Luster Finish Lippenstift von MAC muss ich mir demnächst auch nochmal angucken. Und das ist auch wieder für meinen Hautton ein ganz, ganz toller Ton. Der perfekte Nude-Tone eigentlich. Es ist so ein bräunlicher, pfirsichfarbener Ton. Der letzte Lippenstift ist ein Klassiker von MAC und zwar ist es Russian Red. Das ist ein matter Lippenstift und ich liebe ja die matten Lippenstifte. Das ist ein eigentlich Tomatenrot, so sieht er zumindest aus, aber aufgetragen ist es so ein bläuliches Rot, aber nicht zu doll. Ganz klassisch, total perfekt und zwar bei allen Hauttypen. Also ich weiß, Sophia, Miss Sophie 89, hat den Lippenstift auch und ihr steht er super. Ich finde, mir steht er super. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er jemandem nicht steht. Der ist matt, er trocknet aber auch nicht aus, aber der hält noch länger als der Freckle Tone. Und das finde ich halt wirklich toll. Also da weiß man, warum man so viel bezahlt. Also die sind es wirklich wert. Und falls ihr ein klassisches Rot haben wollt, dann kann ich euch Russian Red nur empfehlen. Dann kommen wir zu meinen koreanischen Lieblingen und zwar den Skinfood Nagellacken. Ich habe auch gerade wieder einen davon drauf und den habe ich wirklich eine Woche lang drauf gehabt und dann hat er erst angefangen zu splittern. Also ich bin davon wirklich begeistert. Dieser hier, da braucht man so zwei Schichten, damit der perfekt deckt. Bei diesem hier braucht man eine Schicht. Das ist die Farbe BL515. Und das ist die Farbe PK216. Und die haben verschiedene Serien. Das hier ist die Serie mit diesen Holzstickern. Und ich finde einfach das Verpackungsdesign total schön. Die Konsistenz ist nicht zu dünn, nicht zu dick. Und für 1 Euro, sie kosten 1500 Won, kann man da echt nichts falsch machen. Das letzte sind meine Make-up-Favoriten. Und zwar zum einen mein Bronzer. Der sieht schon sehr, sehr abgegrabbelt aus, ich weiß. Der schließt auch nicht mehr richtig, aber er funktioniert noch. Und zwar ist das von Alterra ein Bronzing-Puder und zwar in der Farbe 02 Sunkissed. Der sieht so aus und wie ihr seht, ist da auch das Pfännchen schon zu sehen. Der ist mir aber eher gebrochen. Also der war nur noch sehr, sehr dünn, aber dann ist es in der Mitte auch so ein bisschen gebrochen. Aber ich kann ihn trotzdem weiter benutzen. Ich hatte schon Angst, dass er komplett nicht mehr zu gebrauchen ist und zerbröselt. Ist er aber nicht. Dieser Bronzer geht in so eine rötliche Richtung, nicht orange, sondern eher so eine rötliche Richtung, hat aber einen Schimmer mit drin. Daher ist er perfekt zum Konturieren, zum Bronzen des Gesichts, als Rouge und als Highlighter. Also wirklich ein Allrounder und für 4 Euro ist das ein ganz, ganz tolles Produkt. Das ist eigentlich ein Produkt, was im Internet gehypt ist für helle Hauttypen. Aber ich bin ja nun wirklich nicht gerade die Blasseste. Daher
Auch ein Produkt, was ich jedem ans Herz legen kann. Ich weiß, Andrea 007 Morgenstern hat den auch und findet den auch toll. Ihr steht ja auch sehr gut. Talisa Blütenschimmer ist eher so mein Hauttyp und sie benutzt den, seitdem ich ihn ihr empfohlen habe, auch jeden Tag, denke ich, oder Talisa? Das letzte Produkt ist ein Kajal und zwar der Max Factor Kohlkajal in der Farbe 90 Natural Glaze. Das ist so ein nudiges Pink. Sieht so aus. Ich glaube, den habe ich, seit ich ihn habe, und den habe ich, glaube ich, schon ein halbes Jahr dreimal gespitzt. Den benutze ich eigentlich fast jeden Tag in der Wasserlinie und der lässt euch sehr, sehr strahlend aussehen. Die Augen sehen viel weißer aus und ich finde den natürlicher, als wenn man weißen Kajal benutzt, weil eure Wasserlinie natürlicherweise auch nicht weiß ist, sondern eher so hautfarben, wenn sie nicht gerade gerötet ist. Und ich finde den ganz toll. Also der kostet um die 4 Euro. Könntet ihr euch auch angucken, wenn Rossmann wieder diese Wochenangebote hat. Und dafür, dass man wirklich 4 Euro bezahlt, hält der ganz, ganz lang. Das war's zu meinen Beauty-Favoriten. Schreibt mir in die Kommentare, was eure Beauty-Favoriten in diesem Monat waren. Ob ihr irgendwie neue Schätze kennengelernt habt oder ob es neue Produkte auf dem Markt gibt, bei denen es sich lohnt, sie sich mal anzuschauen. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!